Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, ja, gestern gestorben und heute... Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das cool, aber wieso ist das so? Das ist schon cool. Aber waren wir lange nicht da. Oh. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ah, da hinten Krokodile. Ach komm, eines könnten wir jagen. Wenn wir gerade da sind. Ich wollte immer schon im Winter Krokodile jagen. Ui. Ui. Wow. Wow. Okay. Holen wir mal die Beine. Daran habe ich nicht gedacht. Aber wir brauchen hier einen Wagen. Wir brauchen einen Wagen. Also, unabhängig davon, Moment. In welche Richtung müssen wir? Diese Richtung. Nö, diese. Ja, ungefähr genau da, wo das Krokodil ist. Okay, dann laufen wir mal in diese Richtung. Wow. Da brauchen wir ein Deko-Krokodil. Ein Deko-Krokodil. Wow. Ich meine, keine Ahnung, warum wir hier sind. Ja. Interessant, aber wir werden das schaffen. So, ich hoffe, wir kriegen keinen Schneesturm rein. Wir sind ja noch immer nur mit T-Shirt bekleidet. Also Schneeschuhe, Schneehose und T-Shirt. Ja. Und haben die Taschen voller Sachen. Gut, der Truck ist zu Hause. Das ist auch mal gut. Also wir haben die Ressourcen zurückgebracht. Oh, das ist aber eine feine Sache mit den Krokodilen hier. So, wie weit sind wir? Gleich mal die Straße und so in die Richtung gehen. Super. Hm. Aber jetzt will ich natürlich ein Krokodil nach Hause bringen. Ja. Yeah. Auf jeden Fall. So, wir brauchen einen Wagen. So ein Holzfällerwagen. Den werden wir holen und dann werden wir kriegen. Und wir werden ein Jäckchen anziehen. Wir werden ein Jäckchen. Wie spät ist es denn eigentlich? Ah, 4 am Nachmittag. Das werden wir wahrscheinlich am heutigen Tag nicht mehr hinkriegen. Also Jäckchen anziehen schon. Okay. So, sind wir noch richtig? Ja, ungefähr. Ich würde an dieser Kopfermine dahinter vorbeilaufen. So mein Plan. So, oh, das wäre schön, ein Krokodil zu Hause zu haben. Ein Hauskrokodil. Oh. Dem müssen wir dann einen Namen geben. Oh. Was ist das cool? Bin ja nur froh, dass wir keine anderen Tierchen aufgeschreckt haben. So, jetzt sind wir gleich zu Hause. Dann werden wir uns ein bisschen Gemüsedose reinziehen. Trinken können wir natürlich. Wobei, wenn wir da sind, können wir nämlich den Tank stellen. Wolfi und füllen gleich an. Ich habe keine Ahnung, wieso wir hier... Wir haben doch dazwischen oft genug in der Base geschlafen. In der Base. So, das legen wir mal ganz nach unten, das legen wir auch nach unten. So, und da würde ich mir fürs nächste Update einen Knopf wünschen, genauso wie beim Mülleimer, wo man alles so rüberbringen kann. Und in die Richtung. So einen Knopf würde ich mir wünschen. So.
Kiste gleich voll. Jawohl. So, dann haben wir die noch. So, und da hinten die letzte. Schauen wir auch gleich. Da die leer kriegen. So. Wahnsinn, oder? Geht sich super alles aus. Super. So, wir brauchen den Wagen. Wir brauchen den Wagen. Wobei, es macht ja nichts, wenn es Nacht wird. Ein Krokodil. Krokodil. So, Tür will ich trotzdem schließen. Der steht schon ein wenig im Weg hier. Weil es so kalt war. So, dann laufen wir da mal rein. Wir haben ein bisschen Eisen in der Tasche. So, hier, nö, hier, nö, hier, ja. So, super. Ich lege das mal einfach da ab, damit es abgelegt ist. So. Da hätten wir noch einen. So, leer, alles leer, sehr gut. Ja, wobei, nehmen wir den auch mit. So, nochmal hier. Und hier. Dass das Feuer hier noch so brennt. Also eh super. Ein paar Fragments. Da ist noch das drin. Super. So, Speer, Schleifen. Oh, der ist auch schon mitgenommen. Sehr schön. Wir nehmen unser Jäckchen. Oh, die Bärchen. Bald werdet ihr begleitet. Ah, das Ray ist hier etwas. Naja, aber trotzdem, das geht schon. So. Das T-Shirt. Ab dafür. Das Jäckchen an dafür. So, Mais, Gorke. Könnte man alle so mal. So, und ein Süppchen. So, da haben wir mal eins. Und zwei und drei. Dann nehmen wir das raus. Wunderbar. So. Ach so, Süppchen. Egal. Brauchen wir nicht zwingend. Da hätten wir es ja. So. Super. So, meine Lieben. Den könnte man mit nach unten nehmen. Komm, den räumen wir noch aus. Und nehmen ihn mit nach unten. So, damit er nicht da rumsteht. Rum, 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 wie rum. So, einer. Dann haben wir hier noch. Jawohl. So. Hier ein bisschen von dem und hier ist ein bisschen von dem. Ich glaube, den Fisch lege ich da noch. So, Glas ist zwar ein Spaß, aber das kommt da rein. So, blaues Zeug. Yeah. Super. Oh, da war voll. Okay. So. Dann kommt hier ein bisschen Kopf rein. Und hier ein bisschen Kopf rein. Super. So ist's gut. So, dann haben wir hier noch. Und dann können wir nämlich Tankstellen Wolfi wegbringen, zumindest vor die Tür stehen. Jetzt ist ihm sicher heiß. Ist ihm sicher heiß. Ja, ist aber auch heikel. So, super. Ja, ja, wir fahren eh schon raus. In den kalten Winter. Ja, das Einzige, was ich befürchte, dort, ist Schneesturm. So, aber wir brauchen Krokodil. Unbedingt.
So, ich hoffe wirklich, dass wir noch bevor es Nacht wird, ein Krokodil auf diesen Wagen legen können. Ja, und dann brauchen wir natürlich einen Namen fürs Krokodil. Und den dürft ihr mir bitte sagen. So. Essen wir was. Kleinigkeit als Päuschen. So. Nehmen wir dann zerlegen. Ich hätte eigentlich die Dosen und die Seile auch da lassen können. Egal. Egal. Wir hätten auch das Material mitnehmen können, dass wir dort einen... ungefähr die Richtung passt eh. Dass wir dort einen Wagen haben, einen neuen, frischen, und den zurück zu unserer Base mitnehmen können, hätten wir auch machen können. Hm. Aber so ist auch gut. Ich hoffe nur, bevor wirklich tiefste Nacht ist, dass wir fertig mit unserem Kuroko Project sind. Ja, wir fahren da außen rum. Der Pferder, mitten im Winter, mit seinem Wagen, ein Mann und sein Auto, kämpfen gegen Krokodile. Ach komm, das mit der Ausdauer ist echt mühsam. Wir werden einen Fisch zu Boden werfen, das wird uns helfen. Sag ich mal. So, das hier und das hier. Ja, so. Jetzt erwarte ich Besserung. So, da fahren wir einfach so durch. Gerade drüber. Beim nächsten Stopp schauen wir auch einmal auf die Uhr. Ich habe den Eindruck, es wird schon wirklich dunkler Abend. Alles gut so ausgeht. Ich weiß es doch noch nicht. So, ein kleiner Teich, wunderbar. Da ist die Straße. Auch wunderbar. Ich glaube, Schneesturm wäre jetzt ein bisschen unser Ende wieder. So. Map. Oh. Okay. Besser. So, und auf geht's. So, schön rechts halten, falls von hinten irgendwie ein Truck oder irgendwas kommt. So, wie weit müssen wir noch? Wir könnten gleich mal so in die Richtung, diese Richtung. Schauen wir mal, wo wir ankommen. Eigentlich müsste hier irgendwo in die Richtung unser Camp sein. Schauen wir mal. Oh, bin ich aufgeregt. Endlich ein Eigenkrokodil. Wenn ich nur wüsste, wahrscheinlich müssen wir einfach hier gerade der Küstenlinie folgen und dann werden wir es schon weit sehen. Da vorne, wir halten genau drauf zu. Super. Ja, super. Was wäre es jetzt, wenn der Bogen in Wirklichkeit schon durchgenutzt wäre? Genau neben's. Oh ja. So. Was das? So, mein liebes Krokodilchen. Oh, ist viel kleiner, als wenn es draußen liegt.
Egal. Es ist viel kleiner. Moment, wir müssen ja gleich zurück. Wir brauchen ja hier nicht mehr her. Aber diese Richtung. Ja. Und hier einfach durch die Krokohölle. Oh, wir haben ein Eigenkrokodil. Super ist das. Ach, grandios. So, ich bitte um Vorschläge bezüglich der Namen. Oh, schauen wir mal. Wow. Hey. Unser Krokodil. Und wir haben es noch geschafft, bevor es stockfinstere Nacht. Naja, Moment, das kontrollieren wir gleich mal. Ja, ablegen. Ui, ach, am Abend. Jetzt wird es schlagartig finster werden, befürchte ich. Ja, wir müssen trotzdem. Wir müssen es nach Hause bringen. Unser noch namenloses Krokodil. Vollgas ab nach Hause. Oh, bitte schön. Müssen wir uns noch einen schönen Platz dann suchen? Wo wir das hinbringen? Also wo wir das schön ausstehen können, das Koko. Ist natürlich, wenn man es droppt. Aus dem Wagen raus ist es viel größer. So groß hätte ich es gern gehabt. So richtig riesig, bedrohlich, gewaltig, gefährlich. Alles mit G. Aus riesig. So. Straße. Und ja. Genau. Diese Richtung. Da müssen wir gleich zu Hause sein. Ist das cool. Mit unserem Privatkrokodil. Was ist das schön auch vom Ausblick her? Da könnte man so einen Turm bauen. Was ist denn das vom Ausblick her? Oh, direkt über die Mine. Die müsste da irgendwo sein. Hier. Links von uns müsste jetzt das Dorf noch sein. Sehr fein. Unser Krokodil. Unser Kroko. Sehr gut, das stellen wir gleich. Ja, ja, ist ja gut. Da stellen wir gleich hinten zu den drei Bären. Ja, und wir müssen weiterbauen. Wir müssen unbedingt weiterbauen. Oh, es ist so viel noch zu tun. So, Krokodil abstellen. Nur mal kurz. Er ist auch viel größer. Schade. Gut, es ist natürlich eine Frage. Also wir werden hier noch einen so einen Außenehmtisch bauen. Vielleicht so hier. Wahrscheinlich sogar. Und da ist Krokodil drauflegen. Aber er wirkt ja auch etwas kleiner, wenn er hier drauf liegt. Das kopflose Ray ja auch. Ach, wie schön. Unser Kroko. Sehr cool. So, Wolfi, du kommst mal mit. Du gehst da rein. So schnell kann es gehen. Okay. So, dann räumen wir den Wolfi noch aus. So. So. Oh, schönen Kupfervorräte aufstocken. So. Alu ist auch voll. Herrlich. So blau.
blaues Zeug? Haben wir da hinten noch Platz für blaues Zeug? Ja. Super. So, wir haben ihn hier. Moment. So, das würde ich gerne da reintun. Da machen wir dann Stahl draus. So, dann haben wir den hier und den hier. Die gehören da definitiv nicht rein. Ein wenig Kohle. So, Moment. Da war auch noch das hier. So, Kohle. Gleich mal einschmelzen alles. Hier. So, Kohle. Ja, auch hier gleich mal alles reinwerfen, was wir da so in der Tasche haben. Jetzt kommt der Schneesturm. Jetzt kommt der Schneesturm. So. Ach, was für ein Timing auch für einen Schneesturm, oder? Super. So, blaues Zeug und auffüllen mit Kupfer. Yeah. So, und da kann man ja den Kupfer reintun. Ist das cool. Ich freue mich so. So, nö, hier nicht. Ah, das lassen wir alles so. Tiere, die Federn da rein. Der müsste ja jetzt leer sein. Ja, Wolfi ist leer. Wolfi ist leer. Wolfi kann hier abgestellt werden. So. Wir haben ein wenig Leder dabei. Leder, Lehm. Leder. So. Die Seile endlich, ich muss sie endlich ablehnen. Das geht gar nicht. So, Fasern hier. Seile hier. So, die zwei Dosen. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich weiß, extrem kurze Folge. Aber heute ist das so. So. Ich werde auch morgen erklären, genau warum. Aber ja, heute muss das leider so sein. Oh. Oh. So. Oh, wie cool. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder morgen, 10:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.